Wings Hanau und in Crailsheim-Merlins. Die Stimmung, die ist mega. Die White Wing Fans auf der einen Seite, die Crailsheim-Fans auf der anderen Seite, sie betteln sich jetzt schon. Das ist der Wahnsinn. Und bei mir sind ja drei Superhelden in Person. Zwei Superhelden und ein Jawa aus Star Wars. Das ist Lost Man e.V. Lost Man e.V., was ist Lost Man e.V.? Lost Man e.V. ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein, der sich in ganz Deutschland und auch in den näheren Teilen von Europa einsetzt für Projekte mit kranken bzw. mit todkranken Kindern. Ihr setzt euch für todkranke Kinder ein. Allein das ist schon extrem respekteinflößend für mich. Ich finde das super klasse, was ihr macht. Und wie kann man euch unterstützen dabei, um da weiter mitzuhelfen, um das noch größer machen zu können? Momentan haben wir tatsächlich ein kleines Mitgliederproblem. Wir suchen passive Mitglieder, die uns unterstützen wollen, dieses Projekt ein bisschen höher zu tragen. Wir machen Besuche von kranken Kindern, wo wir halt auch hinfahren und dann leider auch bei solchen tragischen Geschichten wie Sterbehilfe oder sowas anwesend sind. Sterbehilfe, Sterbebegleitung, nicht, dass wir hier Probleme kriegen. Wir suchen passive Mitglieder, die uns für 1 Euro im Monat bzw. für 12 Euro im Jahr unterstützen möchten oder auch mit mehr. Kontakte freiwilliger Natur und ja, Aufmerksamkeit natürlich. Ne? Okay, wer sind denn eure Mitglieder? Wer macht bei euch alles mit? Wir haben tatsächlich Mitglieder aus allen Schichten. Bei uns ist es egal, wo man herkommt. Bei uns ist es egal, zu welchem Gott man betet oder was man denkt oder wie man fühlt. Bei uns kann jeder mithelfen, der Lust hat, egal ob zivile Person oder jemand mit Kostüm. Und wir holen unsere Mitglieder aus allen Schichten. Wir haben Polizisten bei uns drin, wir haben Anwälte, wir haben Leute aus dem Krankenhaus. Ich selber komme aus der Sicherheitsbranche, wir haben alles. Das ist extrem lobenswert, was ihr macht. Und ich persönlich werde nachher selber irgendwas unterschreiben, damit ich euch unterstützen kann. Und ich hoffe, dass es heute viele machen, die diesen Livestream gucken. Kann man irgendwie euch über Facebook, Instagram oder über eine Website erreichen? Ja, also die Internetseite heißt lawsman.de, genauso wie der Verein auch heißt. Im Internet sind wir ganz ordentlich zu finden eigentlich. Und dort auf der Internetseite gibt es die weiterführenden Links für Facebook, Twitter. Wir haben einen schönen großen YouTube-Kanal, der wöchentlich gefüttert wird, weil wir auch ein eigenes YouTube-Studio haben und betreiben. Und natürlich, also Social Media ist unser Ding. Also, alle zu Hause, die jetzt gerade zugucken, ganz ehrlich, wem würde es nicht Spaß machen, sich als Wonder Woman, vielleicht auch als Supergirl zu verkleiden? Oder, ich meine, ganz ehrlich, Judge Dredd sieht einfach geil aus. Vor allem die Wumme, die ist einfach mal riesig. Ganz ehrlich, macht mit, meldet euch bei lawsman.de an. Ich werde helfen, ich werde mich anmelden auf jeden Fall. Ich hoffe, es machen noch ein paar mehr. Und ich danke euch von ganzem Herzen für diese Aktion, dass ihr das hier macht. Ich habe mega Respekt vor euch, Leute. Danke. Viel Spaß beim Spiel heute. Jetzt rocken wir die Hütte, würde ich sagen, oder? Wir rocken die Hütte. Was meinst du, wie es ausgeht? Naja, ganz klar für Hanau, oder? Ganz klar für Hanau. Da stimme ich mit ein und bin auch voll mit einverstanden. Ich melde mich später wieder bei Ihnen aus der Sprecherkabine. Bis dann.